Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Und zwar habe ich heute so einen Umschlag hier, mit Werbung, weil die Adresse da nun mal halt draufsteht und das ist eine Firma und die lösche ich jetzt nicht. Und zwar möchte ich diesen Umschlag hier upcyclen. Und zwar, was man damit machen kann, ist sowas hier. Man kann aus so einem Umschlag so ein cooles Album entstehen lassen mit einer Tech-Tasche vorne. Dieses Sichtfenster wird dann später eine Tech-Tasche mit einem Tag. Mein Tag muss ich noch mal ein bisschen verstärken, der lässt sich ein bisschen schlecht schieben. Und ich habe ihn auch ein bisschen schmaler gemacht als den Tag, aber das seht ihr alles im Video. Was wir dafür brauchen, ist so ein Umschlag. Hier mache ich die Adresse jetzt nicht zu, weil das ist ja eine Firma. Da kann ja jeder im Internet diese Firma finden. Das ist halt eine Firma für Maschinen, Werkzeuge und Eisenbahn. Ist ja quasi jetzt noch Werbung. Und wir nehmen halt als erstes so einen Umschlag und schneiden uns mal ganz knapp hier die Enden auf, also die Seiten. Ja, wie gesagt, das reicht so ganz knapp. Ach, wenn ihr schneidet, ja, macht er. Super, hier so kleinen Streifen halt. Und das mache ich von der anderen Seite auch. Dann klappe ich aber gerade mal das Ding hier weg. Das schneiden wir übrigens auch gleich ab. Dieses Teil hier, die Klebelasche, die brauchen wir auch nicht. Jetzt können wir uns das schon mal aufklappen und können uns hier die Klebelasche auch einmal, das sollte nicht passieren. Ja, das liegt halt leider an meinem Messer und daran, dass es schon so oft hin und her gefalzt ist. Dann mache ich das jetzt gerade mal mit der Schere, bevor mir das noch mehr kaputt geht. Einfach einmal hier die Klebelasche entfernen. Zack, so. Jetzt gucke ich mal. Ja, es ist hier immer noch nicht gleich. Ich nehme mir das jetzt mal. Ich packe es nochmal. Versuche es nochmal. Ich packe es mal hier rein. Hätte ich auch die Klebelasche noch dran lassen können. Und schneide mir das hier zu. Ja, besser. Dass es gleich lang ist auf beiden Seiten. Also, habt es gesehen. Ja, einmal zusammenklappen und braucht die Klebelasche vorher gar nicht abschneiden, sondern einfach nur. Und wenn hier jetzt noch Kleber drauf ist, das ist nicht schlimm, weil nachher kommt da ja sowieso überall Kleber drauf und dann ist es egal. So, ich kann das Schneidebrettchen auch schon an die Seite. Gut, ja, und dann kann man anfangen, das hier zu dekorieren. Und dazu kramt man sich erstmal irgendwelche Zettelchen raus oder was auch immer, wie man Lust hat, es zu dekorieren. So, ich habe mir mal meine Vintage-Tasche hergekramt, wo die ganzen Sachen drin sind, die ich in letzter Zeit so hauptsächlich bei Ali bestellt habe. Und da werde ich mir jetzt mal ein paar Sachen raussuchen. Ich habe hier so ein ganz altes Liederheft. Das habe ich mal irgendwo gefunden mit altdeutscher Schrift. Vielleicht benutze ich da auch irgendeine Seite und reiße mir da was raus. Mache da auch was drauf. Finde ich auch eine ganz süße Idee. Hier sind so ganz nette Papiere. Und hier habe ich noch Notendinger. Ja, hier ist halt alles Mögliche drin. Und ich schaue mal, was ich da so benutze. Ups, das ist abgegangen. Wie gesagt, ich kram jetzt einfach mal hier haufenweise Sachen raus. Und am Ende benutze ich einfach irgendwas. Mal gucken. So. Ich glaube, ich gucke tatsächlich mal. Also ich war die ganze Zeit immer so ein bisschen, will ich das wirklich benutzen, weil irgendwie ist es halt so schön und ja, diese alten Sachen, eigentlich sind die auch wert, sind die es wert, erhalten zu bleiben. Deswegen werde ich mir, glaube ich, was kopieren. Also ich werde es, glaube ich, nicht rausreißen, obwohl das sich natürlich toll anfühlt, dieses Originalpapier, aber ich werde mir was kopieren, weil ich es einfach zu schade finde, da das kaputt zu machen. Und genau, da werde ich mir auf jeden Fall was kopieren. Der liebe Gott spricht zu mir eine Geschichte
von der Landstraße. Die kleine, etwa 9-jährige Lüth ging mit dem Lumpen Klaus, einen alten Stromer, auf der Landstraße. Ja, ich kann es noch lesen, mein Opa hat es mir noch beigebracht, aber wie ihr seht, es holpert. Also ich muss mich auf jeden Fall ziemlich anstrengen, aber ich kann es auf jeden Fall noch lesen. Aber hier, das zum Beispiel, kann man auch super so lesen, aber ich mag diese altdeutsche Schrift einfach total gerne. Genau. Ja, da werde ich mir was rauskopieren und werde davon was benutzen. Dieses Papier hier gefällt mir total. Soll ich gerade mal gucken, wie das klebt was dran. Das hier, das finde ich, das hat so eine schöne Struktur, aber nur eins. Werde ich mir auch noch ein bisschen zerreißen. So, ja, vielleicht benutze ich nachher noch was von den Stickern. Mal gucken. Alle hier rüber sind das auch Sticker. Ne, das war richtiges Papier. Ach ja, das war das gelockte Papier, genau. Postkarten-Dings, nee. Ich gucke halt nochmal. Ich habe hier noch meine Lieddinger. Und dann nehme ich mal hier einen. Ja, ich versuche mich bei dem Auskramen ein bisschen zu beeilen, weil das ja für euch auch bestimmt langweilig ist. Zack, so. Schauen wir mal. Ach so, das waren gar nicht diese Liederdinger, das waren... Aber ist auch nicht schlimm, dann nehme ich halt eins davon. Suche ich jetzt auch nicht lange rum, ich nehme gleich das erste. Das Bändchen lasse ich jetzt auch mal ab, wenn es auch schön aussieht. Ist auch nervig, wenn man jedes Mal vorher dieses Liedband erst machen muss. So, dann nehme ich auf jeden Fall hier von den Möwen ein bisschen was, obwohl ich mir hier auch schon meinen Notenstempel zurechtgelegt habe. Und was ich auf jeden Fall diesmal hier auch benutzen möchte, ist irgendein von diesen Vogelstempeln. Ich denke, ich werde den Faun benutzen, hier unten. Ich weiß es aber noch nicht genau. Schauen wir mal. So, das hier ist mir, glaube ich, zu kräftig. So, erstmal die Sachen nehmen. Ja, und jetzt werde ich hier willkürlich ein paar Teile einfach zerreißen. Und dann eben hier aufkleben. Ich möchte nicht zu große Teile haben, also lieber ein bisschen mehr reißen. Ja, und wie gesagt, die klebe ich mir jetzt alle hier auf und ich überlege gerade, was für einen Kleber ich dafür benutze. So, ich nehme hier den billigen von Action, weil man da später sowieso noch was drauf macht und deswegen finde ich, ist das jetzt nicht so wichtig. Eigentlich hätte ich auch so einen Roller-Stick da benutzen können. So, habe mich jetzt doch nochmal umentschieden und habe jetzt hier so ein... Na. So, welche Seite geht jetzt auf? Da, gut. Und benutze jetzt hier doch diesen Roller. Und ja, ich klebe jetzt mal schnell wild hier alle Teile auf und dann sehen wir uns gleich wieder. So, jetzt hatte ich alles aufgeklebt und ja, war schon einen Schritt weiter. Musste hier jetzt doch mal einen Cut machen, weil ich hier nämlich was vergessen habe. Und zwar... wollte ich jetzt schon direkt anfangen, G-Medium aufzutragen und die Serviette zu übertragen. Aber es fehlt ja noch was. Und zwar will ich ja hier noch ein bisschen drauf stempeln und so. Das soll ja jetzt nicht einfach so bleiben. Und deswegen kram ich mir jetzt hier meine Stempel mal hervor. Und ja, wie gesagt, hier noch ein bisschen drauf rumstempeln. Die beiden Stempel hier möchte ich auf jeden Fall verwenden. Komm ab. Ja,
Genau, diese beiden. Da bin ich schon ganz gespannt, wie die sind. So, da habe ich mir noch mein Stempelteil hergeholt und Stempelkissen. Und ja, das ist wieder ein Stempel, den ich ja zum ersten Mal benutze. Also werde ich ihn öfter draufpacken. Das hier ist übrigens das Schwarz von Stampin' Up. Das mag ich sehr. So, irgendwie nimmt der Stempel aber die Farbe noch nicht so richtig an. Oder ich muss das Schwarz mal wieder nachfüllen. Das könnte auch sein. Ja, ich glaube, das funktioniert aber. Ich packe den mal hier unten hin. Ordentlich drauf drücken. Ja, genau, falsch rum drauf geklebt. Schlaumeier. Aber macht nichts. Dann nehme ich den Umschlag halt so rum. Wurscht. Ja, Pleiten, Pech und Pannen mal wieder. Echt witzig. Ja, das kommt, wenn man so ein bisschen versucht, die Sachen ein bisschen schneller zu machen. Ich habe nämlich in einer Stunde einen Zahnarzttermin, anderthalb Stunden, und bin schon so ein bisschen hibbelig. Ja, bei Noten weiß ich immer nicht, wie rum man die machen muss, ne? Besonders nicht, wenn ich... Also bei denen ist das egal, da erkennt man das eh nicht so richtig. So. Hier wird sich jetzt zeigen, ob es an dem Stempelkissen, an der Farbe liegt oder am Stempel, weil den habe ich ja schon mal benutzt. Ich glaube, das ist ganz besser. Aber eigentlich kann ich ihn wirklich nur so rum benutzen, weil das ist ja vorne. Also muss ich ihn so rum benutzen. Das heißt, ich werde jetzt hier meinen Fehler ausbügeln und werde dann nochmal Sachen drüber kleben und dann nochmal neu drüber stempeln. Ist jetzt ärgerlich, aber kann ich jetzt nicht ändern. Gut, dass ich hier noch so viele Reste habe. Die werde ich jetzt verwenden, werde die hier kurz drüber kleben und dann ist gut. Und dann ja, werde ich, wie gesagt, den Stempel nochmal richtig rum drauf machen, weil das ärgert mich jetzt doch. Ist auch nicht schlimm, wenn man da ein paar mehr Schichten drauf hat, umso stabiler wird nachher das Heftchen. Also alles kein Problem. Gott sei Dank kann man hier ruhig experimentieren und auch mal was, kann auch mal was schief laufen, ohne dass gleich die Welt untergeht. So, zack, hier einfach mitten drauf und gut ist. So, so schnell ging es. Zack, Fehler wieder ausgebügelt. Stempel nochmal runter und diesmal aber wirklich darauf achten, dass ich ihn richtig rumstemple. So, das ist unten, das ist oben und das hier soll oben sein, also so rum drauf. Okay, diesmal sollte ich es hinkriegen. Jetzt habe ich noch ein Stempelkissen gefasst. Okay, so, dann... Druck. Ach, jawohl, geht doch. Funktioniert doch alles. Diesen Stempel hier verwende ich, glaube ich, nochmal. Muss jetzt aber auch nicht ganz so perfekt sein. Ich muss mal was haben zu überlegen. Nee, das nicht. Wo habe ich denn hier mein Schmierzettelchen? Da habe ich einen von meinen Schmierzetteln. Na komm. Ich will die Tüten immer aufheben und am Ende schmeiße ich sie dann doch mal weg. So. Genau. Hin und her gedreht und hin und her gestempelt. Zack. Und auch noch mal eine Ecke hin. Und da war noch ein bisschen
Kleber, der noch nicht ganz trocken war. Und hier auch mal. Ja, sieht auch ganz nett aus. Und dann so eine halbe Dings, das aber geht auch ganz. So, das reicht mir hin. Mit diesem Notenstapel. Ich glaube, ich werde noch diesen hier verwenden. Und zwar nur so ein bisschen, gar nicht ganz fest aufgedrückt, sondern nur ein wenig. Hier würde ich schon ganz gerne doch ein bisschen großflächiger. So. So, das reicht aber hin, sonst erkennt man nachher auch den V nicht mehr. Das wird dann auch schwarz. Gut, das reicht. Ist mir persönlich sogar schon fast ein bisschen zu viel, weil der V jetzt total untergeht. Aber es ist kein Weg hinterher. Feuchttuch kleben nämlich die Finger von dem G-Medium. Das hatte ich ja vorher schon aufgetragen. So, und nun schnappe ich mir wieder dieses Teil und nehme mir mal einen dickeren Stift hier. In dem Fall mal so ein Tombow und werde hier mal so ein bisschen noch so Linien um manche Teile einfach so ein bisschen drumherum zeichnen, um die noch mal so ein bisschen hervorzuheben. Einfach so ein bisschen willkürlich da, wo es mir gerade Laune macht. Muss auch nicht überall sein. So. Das hier vielleicht noch. Einfach so ein bisschen unsauber, sage ich jetzt mal, drumherum kritzeln. Ne, bleibt so. Ja, das reicht mir schon. So haben wir das Ganze einfach noch ein bisschen, ein paar Stellen so hervorgehoben. Genau, so und so gefällt es mir jetzt. Und jetzt lasse ich einmal kurz die Farbe trocknen, fülle da einmal ganz kurz drüber. Und dann trage ich nochmal G-Medium auf, beziehungsweise bin ich am Überlegen, ob ich gleich das hier benutze. Vielleicht ist das tatsächlich besser. Ich guck mal. Ihr wisst das natürlich, aber ich sage es trotzdem nochmal, wenn ihr mit dem Heißluftföhn hier drüber geht, um ein bisschen den Trocknungsvorgang zu beschleunigen, passt unbedingt mit dem Fenster auf, dass euch das nicht wegschmilzt. So, ich habe mich jetzt entschieden, ich werde gleich das Zeug hier benutzen, weil ich weiß nicht mehr, wo ich das her habe, aber es ist von Hobbyline auf jeden Fall. Ich glaube, das habe ich bei uns hier tatsächlich in einem Ort, also in einem örtlichen Laden gekauft. Das habe ich mal nicht aus dem Internet bestellt. Bin ich mir relativ sicher, dass das von hier war. Ich glaube, aus dem Kiebitzmarkt habe ich das. Ich weiß gar nicht, ob der Hauptname Kiebitzmarkt ist oder ob der Kroll heißt. Weil da stehen beide Namen dran. Man findet es unter Kiebitzmarkt, aber man findet es eben auch unter Kroll. Aber wie gesagt, es ist halt hier ein ansässiger, ortsansässiger Laden. Weiß ich nicht, ob euch das überhaupt irgendwie hilft. So, dann mache ich das jetzt mal hier mit ausnahmsweise sauber. Obwohl ich den ja sowieso gleich nochmal brauche. Aber jetzt werde ich hier diese Serviette einmal abfummeln. Die hat ja drei Lagen und das mache ich kurz allein.
So, ich habe es jetzt abgefummelt und jetzt gucke ich, wie rum ich die Serviette drauf haben möchte. Und zwar so. Und dann packe ich sie drauf und drücke sie schön fest. Pass aber dabei auf, dass ich sie nicht zerreiße. Ja, und ich hoffe jetzt, dass ich überall gut was hingemacht habe. Aber so schlimm ist es nicht, wenn das nicht der Fall ist, weil ich ja jetzt gleich, wenn das trocken ist, nochmal mit G-Medium drüber gehe. Also ich lasse es jetzt erstmal trocknen und danach gehe ich nochmal überall mit G-Medium oben drüber. So, wenn euch das jetzt trocken genug ist, dann könnt ihr wieder mit dem Abtropsch drüber gehen, aber seid bitte ganz, ganz vorsichtig, dass euch die Serviette nicht zerreißt. Ich fange jetzt hier an irgendeiner Ecke an und wie gesagt, versucht das so vorsichtig wie möglich aufzutragen. So, ich denke, es müsste jetzt überall genug drauf sein. Ja, und man sieht halt, dass jetzt schön dieser Hintergrund, den wir vorher gestaltet haben, wieder durchscheint, durch die Serviette. Wichtig ist natürlich, dass ihr alle Lagen abmacht und dann wirklich nur noch diese ganz dünne bedruckte habt. Sonst funktioniert das natürlich nicht. So, und ja, jetzt haben wir überall genug drauf. Man kann alles wieder gut durchsehen. Ja, und auch das muss jetzt natürlich dann erstmal wieder trocknen. Was ihr noch macht, bevor das wirklich getrocknet ist, ihr nehmt euch ein Werkzeug und müsst jetzt hier natürlich dieses Fenster wieder freilegen. Das versucht man so vorsichtig wie möglich, aber eigentlich geht es fast automatisch wegen dem Kleber. Deswegen macht das bitte noch, solange es noch nass ist. Dann funktioniert das nämlich am besten. Und ja, wenn ihr jetzt hier noch so Reste habt, dann nehmt euch einfach das Papier, was ihr vorher abgemacht habt, und schiebt euch das einfach noch so ein bisschen in den Kleber rein und drückt es vielleicht fest, oder ja, wenn es nicht fest bleiben will, dann nehmt es ab. Aber ihr könnt es jetzt halt hier noch so ein bisschen rüberschieben und dann eben fest drücken oder eventuell nochmal mit ein bisschen Kleber nochmal drüber gehen und es eben so wieder fixieren. Und was auch wichtig ist, ihr solltet halt darauf achten, dass hier am besten keine Blasen sind, also dass nirgendwo Luft drunter ist. Die Serviette sollte wirklich schön fest auf dem Papier sein und ja, halt eben, wie gesagt, keine Luftblasen dazwischen haben. Ich bin mit dem hier jetzt ganz zufrieden. So, und jetzt lasse ich es aber tatsächlich trocknen und dann sehen wir uns gleich wieder. So, meins ist jetzt relativ trocken, also ganz trocken ist es noch nicht, aber schon ziemlich gut trocken. Und ich nehme jetzt meine Schere und schneide mir hier, drehe es mir jetzt einmal um und schneide mir hier am Rand die Serviette ab. So, das ist ab. So, ihr Lieben, ich bin vom Zahnarzt zurück und jetzt ist natürlich hier alles trocken. Ich habe das hier extra so draufgestellt, weil sich das so ein bisschen gebogen hatte. Und damit das einfach schön gerade bleibt, habe ich mir da auf der Rückseite was draufgestellt. Und so sieht es jetzt auch gut aus. Jetzt hier in der Mitte auch gerade nochmal nachfalten. Und ja, ich hatte ja hier wieder ein bisschen ausgebessert. Und ja, hier werde ich jetzt nochmal gucken, ob ich da nicht doch jetzt nochmal ein bisschen dran lang schneide. Also erstmal muss ich mir dann überlegen, der Tag soll ja ungefähr so breit sein wie diese Klebeteile. Weil da klebt nachher sowieso das Papier nicht drauf. Also kann es ruhig so breit sein wie eben dieser Kleber. Dann drehe ich es mir vielleicht auch mal andersrum. Nehme mir einen Cutter und mein Lineal. Halte mir das nochmal an. Und ja, ich kann es ja mal so genau an die Kante legen, wo hier dieser
Also hier hört genau halt das Ding auf und dann gehe ich jetzt noch mal drüber und schneide hier noch mal dran lang. Das sollte jetzt aber passen. So, und jetzt hat man hier eben diesen Einschub, wo dann später der Tag rein und rausgeschoben wird. So, ich habe mich jetzt entschieden, und zwar werde ich dieses Blatt hier von Stampin' Up! Benutzen aus der letzten Celebration. Und ich werde es so machen, dass ich so drauf lege. Also wenn der Tag dann nicht drin ist, dann sieht man halt diese grünen Teile. Und von innen ist es dann eben so blumig. Passt, finde ich, ganz gut zu diesem frühlingshaften von außen. Und ja, ich messe mir das gerade einmal aus. So, und was ich mir noch zurechtgelegt habe, ist einmal ein paar Birds und ein Gummiband, was ich dann nämlich zum Verschließen benutzen werde. Und jetzt fangen wir aber an mit dem Aufkleben dieser Klebelasche. Klebelasche. Oh Mann, was ist los mit mir heute? So. Ich Kleber drauf. Ja, auf diese Plastik-Dings brauche ich sowieso keinen Kleber machen, weil da klebt es eh nicht. Wo ich aber gleich ein stark... Ups, was ist denn hier los? Irgendwie bin ich die letzte Zeit, immer wenn ich Videos drehe, läuft irgendwas komisch. So, macht aber nichts. Zack, zack, draufgeschmiert und gut ist. Und die Küchlein. Wegwischen. So, und hier oben möchte ich jetzt noch einen kleinen Klebestreifen reinmachen, weil ich einfach möchte, dass es hier wirklich gut klebt. Nicht, dass es da nachher Probleme mit dem Tag gibt. Ich bleib aufkleben, ein bisschen schief gekommen, das macht aber nichts. Dann kommt jetzt das Ganze. Wie rum möchtest du denn haben? So, ja, so. Schön hier an die Ecke. Ich meine, hier unten kann man ja überall nochmal verschieben, das ist ja kein Problem. Aber oben bei dem Klebeband, wenn es klebt, dann klebt es. Da kriege ich es dann nicht mehr ab. Aber so soll das ja auch sein. So. Schön andrücken. Und jetzt ist es ja hier schon quasi vorgegeben. Und solange wie das Ganze auch noch ein bisschen feucht ist, werde ich mir das gleich schon mal ein bisschen umklappen. Und wenn hier so ein bisschen Spiel und Luft dazwischen ist, das macht nichts. Im Gegenteil, das ist gut, weil dann habt ihr, braucht ihr auch sowieso ein bisschen Platz für eure Teile, die ihr in die Mitte reinmacht. Das sollte natürlich schon so in etwa auf die andere Seite treffen. Nicht, dass eine Seite viel größer ist als die andere. So, so sieht das dann aus, wenn es zugeklappt ist. Ja, und in der Zeit, wo das hier jetzt wieder mal trocknen muss, schraube ich hier mal meinen Kleber. Guck hier nochmal her. Hier kommt man immer noch sehr gut rein. Da öffnen. Passt. Und hier oben ist es schön fest durch das doppelseitige Klebeband. Das hält ja auch wirklich Bombe, das Tool. Wie gesagt, ich lasse es jetzt erst trocknen, bevor ich da wieder irgendwas verhunze. Und in der Zeit könnten wir uns ja theoretisch schon mal das Tag basteln. Dafür müssen wir uns einmal ausmessen, wie breit hier unsere Lasche ist, unsere Öffnung. Die ist jetzt bei mir 5 cm und das heißt, ich werde meinen Tag aber nur maximal 4,8 cm machen, dass ich noch ein ganz bisschen Luft zu den Seiten habe. Ich
werde jetzt hier einfach meinen Rest benutzen. Ich gucke gerade mal von den Maßen her. Das hier ist ja breiter als das. Kann ich das vielleicht für was anderes nochmal benutzen. Und ja, ist mir theoretisch egal, welche Ecke. Ich überlege mir gerade noch, wie lang das Ganze sein darf. Und zwar 10,5. Und das ist das Teil. Eigentlich auch nicht weiter schlimm, wenn es oben ein bisschen rausguckt, finde ich. Aber ich lasse es jetzt mal bei 10,5. Ich glaube, ich nehme mal hier die bisschen schlichtere Seite. 10,5. Zack. Und dann einmal mal 4,8, hatte ich gesagt. Nicht ganz die 5. 4,8. So ist jetzt mein Tag. Da nehme ich mir mal eins von meinen Stanzen, und zwar also, ich habe die Hälfte der Stanzen rausgekramt und habe immer noch nicht die, die ich wollte. Hier ist sie. Sorry, die machen immer Krach, wenn die runterfliegen. So, jawohl. Supi. Okay, dann nehme ich jetzt diese Stanze hier. Ich glaube, bei der braucht man eigentlich 5, aber das macht nichts. Ich gucke mal, dass das hier gut in die Mitte passt. So, hier schön. So gut wie es geht mittig, hätte ich sie auch ruhig. Den Tag noch ein bisschen länger lassen können. Ich ziehe das mal hier weiter runter. Das ist nicht so. Also man könnte es jetzt hier bis ganz am Rand schieben. Das mache ich aber nicht, weil mir dann so viel Platz verloren geht. Ich mache das jetzt mal nur bis hier, damit ich die Länge behalte. So. Ja, sieht doch ganz süß aus. Der Grundtag. Und den werde ich mir, glaube ich, auch noch mal ein bisschen bekleben. Vielleicht hier mit so ein bisschen Washi-Tape. Kann auch nicht so ein bisschen abgefranst sein. So. Einfach, damit es auch ein bisschen zu dem Äußeren passt. Einmal hier so ein bisschen davon. Nö, eher nicht. Dann eher noch mal diesen Musikstempel. Notenstempel kram ich mir noch mal vor. So wie meine Schmierzettel, damit ich da drauf stempeln kann. Und den Stempelblock hatte ich doch hier noch liegen. Genau. So, schwuppi. Geblieben. Ja, da hat er jetzt nicht so gut angenommen, aber das ist nicht so schlimm. Wartet mal. Versuch's nochmal. Ist immer schwierig, ne, auf die gleiche Stelle zu stempeln, aber ich gebe mir Mühe. Ja, das reicht auch schon. Das ist schon in Ordnung so. Okay. Wenn Worte aufhören, beginnt die Musik. Den Stempel finde ich eigentlich gar nicht so schlecht, aber ich glaube, ich nehme noch mal den hier mit dieser großen Note, obwohl ich den anderen auch echt schön fand, den Spruch. Unten ans Ende. So, ganz schicki. Genau, das passt mir schon so. Ist schon ausreichend. Was ich jetzt noch machen werde, ist, ich werde die Seiten alle noch ein bisschen verblenden. Aber das mache ich mit, jetzt muss ich gerade erstmal alles wieder hier zurechtsuchen. Genau, mit dem Teil hier.
Nehme ich jetzt schwarz oder nehme ich braun? Braun passt ja eigentlich auch ganz gut, weil ich ja hier draußen auch so viel braun habe. Dann benutze ich braun. So, und zwar nehme ich Schoko oder nehme ich Espresso? Nee, ich glaube, ich nehme Espresso. Ja, ich warte immer noch auf ein paar Farben von Stampin' Up. Die sind immer noch nicht lieferbar. Ich habe mich schon gefreut vor ein paar Tagen. Da kam nämlich eine E-Mail, dass sie mein Paket losgeschickt haben und dass es halt die Tage ankommt. Und dann kam auch eine Post an und da waren dann zwei Nachfüllfarben drin. Und der Rest war immer noch nicht lieferbar. Naja. So ist es. Ist nicht so schlimm. Kommt ja irgendwann. Ich glaube, bei dem Schokobraun hier gab es im Moment sowieso keinen Nachfüller. Also manchmal kommen ja die Farben, die sie aus dem Programm genommen haben, irgendwann auch wieder rein. Das hoffe ich sehr, weil ich habe hier bestimmt 10 oder mehr Farben, die es nicht mehr gibt im Moment als Nachfüller. Und das ist einfach schade, ne? Wenn man die dann hat und nicht mehr auffüllen kann. So sieht es doch schon ganz süß aus. Da oben mache ich mir jetzt noch ein Bändchen rein. Ich möchte es ja so ein bisschen frühlinghaft haben. Deswegen habe ich jetzt hier diese Bänder mir rausgesucht und aber auch ein etwas festeres. Und nehme mir jetzt hier einfach mal. Ja, komm mal raus, du. Musst dich nicht sträuben. Jetzt hiervon ein bisschen. Und auf der anderen Seite auch, dann habe ich es nämlich schön bunt. Ist natürlich ganz schön viel, aber es ist auf jeden Fall schön bunt. Überlege ich sogar, ob ich das andere dann noch brauche oder nicht. Der Einfachheit halber klappe ich das jetzt hier mal einmal zusammen und ziehe nur eine Ecke durch. Und die andere Ecke lasse ich draußen. Oh, hier ist eine verloren gegangen. Ja, ein Hellblower, der ist auf der anderen Seite noch nicht. Zack. Einmal durch. Und dann nehme ich mir die einmal so zusammen und mache ein Knoten rein. Mache ich jetzt auch gar nicht zu fest. Mal gucken. Ein bisschen Doppelknoten am besten. Dass es nicht wieder aufgeht. So, den zweiten kann ich ja ein bisschen fester ziehen. So, und so bunt, so schön bunt sieht mein Bändchen jetzt aus. Aber ich glaube, ist zwar ein bisschen schade, wenn man dann so viel verschwendet, aber ich schneide das mal hier ab, weil das doch sehr, sehr lang ist. Aber so ist es doch ganz süß. Genau, so sieht es jetzt für mich ganz nett aus. Und dann kann der Tag hier schon hinein. So, passt. Jetzt wackelt und hat Luft. Da sitzt er drin. Ja, wie gesagt, ihr könnt den auch ein bisschen tatsächlich wirklich so breit machen wie euren Schlitz. Ich hatte 5 cm ausgemessen und habt ihr 2 Zentimeter weniger genommen und auch in der Länge könnte man ruhig, also ich finde, der kann auch oben ruhig ein bisschen rausgucken. Das ist auch nicht weiter wild. So, ja, und wie geht's weiter? Weiter geht's mit der Bindung beziehungsweise mit dem Verschluss. So, während ich mir jetzt überlegt habe, wie ich meine Bindung hier machen möchte, ist mir aber noch was anderes eingefallen. Und zwar habe ich mir gedacht, es würde cool aussehen, hier nochmal ringsrum zu nähen. Das habe ich jetzt auch gemacht und zwar mit so einem bunten Faden von, ich weiß gar nicht, wie heißt denn die Firma, Roman oder so. Das ist nicht so ganz günstig, das Band, aber wie ihr seht, sieht das wunderschön aus. Passt super zu meinem
Büchlein. Und da habe ich einfach einmal ringsrum genäht. Und was ich mir auch noch überlegt habe, ich möchte gerne noch ein Brett anbringen. Und zwar, also nicht ein Brett, sondern hier das einfach noch mal ein bisschen schöner machen, wo der Brett reinkommt. Brett reinkommt. Genau. Und da werde ich jetzt hier nochmal beigehen und werde hier, wo ich ja schon mein Löchlein habe, so, das kann ich nach hinten. Und ja, werde jetzt hier gucken, wo das rauskommt, dass ich dann schon direkt auf meinem Löchlein, wo schon das Loch ist, mache ich mir jetzt nochmal ein größeres und nehme hier halt so ein Teil und werde das da reinmachen. Ich glaube, ich nehme so ein helles, weil dieses, oder nee, wartet mal, hier habe ich den Schmetterling. Da sind eigentlich alle Farben. Ich glaube, ich nehme die mittlere Farbe. Und zwar raus. Ja, die Farbe hier würde ich nehmen. Die passt, glaube ich, ganz gut hier zu diesem Schmetterling, obwohl da könnte ich sogar theoretisch auch die dunkle Farbe nehmen, aber ist jetzt nicht ganz so wichtig. So. Ja, und dann mache ich das hier gerade noch fest, dann ist es nämlich, sieht es auch noch ein bisschen sauberer aus. Mal gucken, wie rum es sein muss. Ich weiß gar nicht, gut. So, ne? Genau. So, dann drücke ich erstmal einmal ganz vorsichtig. Das ist nur so ein ganz bisschen. Also ich drücke da nicht sofort ganz fest, sondern ich drücke immer so langsam. Lieber langsam und vorsichtig. Und sieht auch sauber aus. Wunderbar. Und sieht auf jeden Fall auch gleich noch ein bisschen schicker aus als vorher für mich. Einfach ein bisschen sauberer gearbeitet, sagen wir es mal so. So, und jetzt kann der dann nicht wieder rein. Den sieht man jetzt theoretisch nicht, aber von hier hinten ist jetzt auch die Gefahr nicht so, dass es so ausfranst. Zumindest nicht so schnell. Gut, ja, und dann habe ich ja hier jetzt so ein türkisfarbenes Gummiband. Das gefällt mir jetzt aber nicht so gut. Türkis, was erzähle ich denn da? Pink. Gefällt mir aber nicht so gut, weil Pink ist hier gar nicht drin. Deswegen gucke ich jetzt nochmal. Ich habe nämlich ein rotes und das kram ich gerade nochmal vor. So, ich habe jetzt diese Bänder gefunden. Rot habe ich, glaube ich, also habe ich nicht gefunden. Habe ich doch nicht. Ich dachte, ich hätte rot. Habe ich aber nicht. Und ja, ich glaube, da passt. Ich würde normalerweise die Farbe nehmen, weil ich ja die hier jetzt schon des Öfteren drin habe. Aber ich habe auch hier am Rand ein bisschen Gelb und ich finde, Gelb passt auch. Deswegen werde ich mal von meiner gewohnten Farbe Abstand nehmen. Werde mal meine Wohlfühlzone sozusagen verlassen und nehme das gelbe Band. So, und jetzt fange ich an, indem ich will jetzt das Band in der Mitte hier durchfädeln. Und dann einmal hier drumherum machen. Und da muss ich jetzt schon mal so ungefähr abmessen, wie viel ich brauche, bevor ich es abschneide. Also ich lege es mir jetzt einmal hier so drum und gucke, dass ich hier halt noch genug Platz dann habe für einen Knoten. Und ja, ein ganz bisschen Platz darf es auch haben, wenn das Büchlein dann ein bisschen dicker ist. Also man macht es ja dann eigentlich so, wenn es zusammengeklappt ist. Und wir gehen jetzt mal davon aus, dass da schon mehrere Papiere drin sind. Und ja, wenn man jetzt davon ausgeht, dass das halt da drin verknotet ist. Und das soll halt, hier dann drum, um dann eben verschlossen zu werden. Dann sehe ich hier, da habe ich ganz schön viel Platz. Da kann ich ruhig noch ein bisschen enger gehen. Genau. Also sollte schon ein bisschen Luft sein, dass man hier halt noch was reinmachen kann, aber nicht zu viel. Also ich nehme hier noch ein bisschen was weg. Gut, habe dann meine Länge gefunden, aber um ganz sicher zu gehen, werde ich das jetzt so machen, dass ich hier eben noch nicht abschneide, sondern ich fummel mir das. Versuch mal, ob ich das hinkriege, von unten durch, genau. Und
halte mir hier ungefähr das fest, was ich dann für einen Knoten brauche. Und gehe hier einmal drum. Und das ist hier ja, einigermaßen fest, aber auch nicht zu fest. Ja, kommen wir durch hier. Ja, also das passt, glaube ich. Und dann kann ich jetzt hier den Knoten reinmachen. Den ersten ein bisschen locken und den zweiten hinterher. Und dann ziehe ich die quasi gegeneinander. Ich weiß nicht, ob ihr das gerade gesehen habt. Also ich mache erst einen Knoten, den mache ich ziemlich locker. Und dann nehme ich einen zweiten und den, dann nehme ich alle vier Enden und ziehe die dann gegeneinander quasi fest. So, nochmal die Probe aufs Exempel. Und das ist das da ein Schiffchen. Gewusel. So. Um zu gucken, ob es auch wirklich vernünftig ist. Jawohl. Hat Luft und trotzdem sitzt es schon ganz fest. Dann kann ich jetzt hier auf jeden Fall abschneiden. So. Und jetzt fummel ich das Blättteil rein und verschließe. Na komm. Verschließe das Ganze und so. Ja, verschönere ich das quasi immer noch ein bisschen. Vielleicht schneide ich es auch gleich noch mal ein bisschen enger, also ein bisschen kürzer, das Gummiband. Ich habe es jetzt erst noch ein bisschen länger gelassen, weil ich gedacht habe, vielleicht mache ich noch mal einen Knoten um diese Metallteile hier, aber ich glaube, dann liegt es nicht mehr so schön eng an. Ich mache jetzt vorsichtshalber noch einen dritten Knoten und schneide das Ganze noch mal ein bisschen kürzer ab. So. Ja, so ist schon schick. Jetzt kann man es auf jeden Fall schon verschließen. Ist ja auch schon ziemlich wichtig, dass man das Ganze auch zumachen kann. Ja. So, und jetzt aber auf zur Bindung. So, ich könnte jetzt mir hier einmal die Mitte ausmessen und dann hier halt eben schon drei Löcher machen. Aber ich glaube, ich möchte jetzt gar nicht diese Bindung so machen, wie ich es zum Beispiel... Da habe ich mir mein Töpfchen drin lassen. Weiß ich gerade nicht, das habe ich irgendwo weggeräumt. Ich hatte ja so ein Heft gemacht, wo man halt dann eben mit dem Gummiband dann hier die Teile reinschieben kann. Aber ich glaube, ich möchte es in dem Fall hier mal so machen, dass die Seiten fest drin sind. Das heißt, nicht austauschbar, sondern wenn es mir nicht mehr gefällt, dann mache ich mir halt ein neues Journal. Ja, das ist so mein Plan für dieses Heftchen hier. Und deswegen werde ich jetzt nicht erst hier anfangen, eine Bindung zu machen und die Seiten zwischenzuschieben, sondern ich werde jetzt anfangen, mir Papiere vorzukramen und die dann halt, ich messe mir das jetzt hier gleich nochmal aus, wie groß die Seiten sind. Also ich werde hier ein bisschen Abstand lassen vom Rand, ich denke so einen halben Zentimeter. Ich bin hier bei 20, also werde ich 19 nehmen, dann habe ich halt jeweils einen halben Zentimeter bis zum Rand und genauso mache ich es oben auch. Statt, ja, das ist hier ein bisschen doofe Zahl, 21,5, dann nehme ich 20,5 mal 19. 20,5 mal 19, so sollen meine Papiere sein. Und ich habe mir von unten ein Papier mitgenommen und das passt auch ziemlich gut, sehe ich gerade. Und zwar von Douglas, hier so eine Werbung. Und da fand ich das Gesicht ganz cool und habe mir gedacht, hey, warum nicht?
Da kann man doch so irgendwo zwischendrin auch mal einfach so ein schickes Zettelchen haben. Der Rest ist jetzt alles hier wirklich eine Werbung von den Sachen. Aber das werde ich mir jetzt hier einmal schon zurechtschneiden in 20,5x19. Und ja, das wird eine meiner Seiten werden. Ich möchte aber natürlich das oben haben und nicht unten. So, also die lange Seite, da habe ich gesagt, 20,5, nicht 21,5, sondern 20,5. Lieber nochmal nachmessen. Genau, nicht 21,5, sondern 20,5 und das andere war 19. Gut. 20,5. Schwupp. Kann das weg. Und hier werde ich es hier abschneiden. 19. Muss auch gar nicht so viel weg. Der Name Douglas bleibt sogar noch bestehen. Und ja, das ist dann schon mal eine meiner Seiten. Schneidebrett werde ich eh gleich wieder brauchen, aber kann ich ja hier schon mal so zusammenklappen. Beziehungsweise wird es dann genau andersrum sein. Ich werde es so reinmachen, dass die Seite halt so reinkommt. Und vielleicht mache ich sie tatsächlich auch ganz zum Schluss, dass man sie dann aufmacht und dann wirklich das ganze Gesicht hat und nicht nur ein halbes. Wobei das auch einen Reiz hat, wenn es immer nur so ein halbes Gesicht ist. Na, ich schau mal. Und ich werde mir jetzt noch mal ein paar Papiere zusammenkramen und werde mal gucken, was genau ich da jetzt verwenden werde. So, ich habe mir gerade einmal verschiedene Papiere vorgekramt. Alles, wo ich so ein bisschen finde, dass das so ein bisschen in den Frühling hineinpasst. Hier geht es schon wieder fast mehr zum Herbst hin. Obwohl vorhin, als ich durchgeblättert habe, habe ich ein paar Sachen gesehen, wo ich gedacht habe, ja, das geht auch ganz gut für den Frühling. Aber mal schauen. Ja, und hier sind Blätter, die habe ich irgendwann mal in einer Tauschpost gekriegt. Ist schon ewig her. Weiß gar nicht mehr von wem, aber die sind auch schön bunt. Und ja, die werde ich mir jetzt alle auf jeden Fall mal so ein bisschen zurechtschneiden und ja, noch ein paar einzelne andere Papiere holen, so kleine. Und genau, werde da auf jeden Fall ein bisschen was noch draus basteln. Das mache ich aber gerade allein und zeige euch dann nur meine fertigen Ergebnisse. So, ich habe ein bisschen an meinen Seiten rumgebastelt und ja, habe jetzt ein paar Seiten so, wie ich es ganz okay finde. Und zwar erstmal hier so ein Rosending und auf der anderen Seite einfach kahl. Hier habe ich so ein Valium-Papier. Hier habe ich auch wieder, das ist so ein doppelter, also das war ein Action-Block. Hier habe ich mir dann die weiße Seite dekoriert. Von auch da ein Action-Block, aber ein Action-Block, wo nur eine Seite gedruckt ist. Hier habe ich mir auch wieder die Rückseite ein bisschen gestaltet. Das blieb, glaube ich, kahl, genau. So, und dann kommt hier diese Douglas-Seite mit dem Gesicht. Hier habe ich mal ein bisschen genäht. Und ja, hier wieder ein Valium-Papier. Dann hier einfach nur ein schlichter Action-Block von beiden Seiten nochmal in Valium. Dann habe ich hier, auf der Seite habe ich es ganz schlicht gelassen. Auf der anderen Seite habe ich es, das ist eine andere Seite. Hier habe ich es genäht. Dann, ja, hier habe ich auch ein bisschen genäht. Mehr aber für die Rückseite. Hier kann man dann auch vielleicht mal was reinschreiben. Und ja, hier wieder, jetzt seht ihr, geht quasi die andere Seite los und ja, manche Sachen habe ich eben gestaltet. Hier habe ich mal einen Zierstich genommen mit so Sternchen. Und ja, hier ist die andere Seite von dem Douglas-Teil. Das hier ist einfach nur so ein ganz schlichtes Teil. Ja, hier muss ich nochmal irgendwie ein bisschen irgendwas dekorieren. Da wollte ich nämlich nähen, aber dieses glatte Papier hat sich nicht nähen lassen. Da ist es mir kaputt gegangen. Hier auch wieder ganz schlicht. Hier habe ich wieder die Rückseite beklebt. Also ihr seht, es ist so ein bisschen Frühling, Vintage, irgendwas durcheinander. Nicht wirklich festgelegt. Hier habe ich auch wieder so einen Zierstich genommen. Ja, quasi Sternchen, die aber zickzack angelegt sind. Wieder ein Valium und jetzt kommt wieder die letzte Seite. Und ja, dann kann ich mir jetzt hier meine Mitte finden.
und kann die Seiten jetzt hier schon einmal reinlegen. Ich wundere mich gerade, warum das eine so ein bisschen anscheinend drüber guckt. Ich glaube, das kommt einfach, wenn man das vielleicht nicht gut genug gefaltet ist. Das hier scheint ein bisschen länger zu sein als die anderen. Aber wie ihr seht, die sind alle jetzt nicht so ganz gleichmäßig. Ich könnte jetzt hier natürlich mit der Schere dran langgehen, aber dann würde ich mir zum Beispiel hier das Genähte wegschneiden. Das möchte ich nicht, deswegen lasse ich es jetzt einfach so. Wenn ich das Ganze zuklappe, ja, dann guckt es auch ein bisschen raus. Das stört mich aber eigentlich nicht. Vor allem nicht, weil was Grünes und Braunes rausguckt. Und das passt halt ziemlich gut zum Cover. Deswegen finde ich das nicht so wild. Genau, so, ich werde jetzt mir hier einmal so in etwa die Mitte wieder alles ein bisschen übereinander schieben und 20,5, 10,25. 10,25. So, da habe ich das erste Loch. Und dann nehme ich mir hier von den circa 10 cm, nehme ich mir jetzt hier die 5 in der Mitte. So ungefähr die Mitte. Und piek auch hier durch. Und da oben mache ich es dann genauso. 5 sind nicht ganz die Mitte, aber so ungefähr. Und auch hier einmal. Na komm, gleich geschafft. So, genau. Haben wir es. Und jetzt werde ich einen richtigen festen Faden mir holen und eine Nadel. Und dann werde ich anfangen, das Ganze zu vernähen. So, hier habe ich jetzt eine ziemlich dicke Nadel und auch einen echt festen Faden. Und dann nehme ich gleich erstmal jede Menge, weil abschneiden kann man immer noch. Wenn es zu wenig ist, ist doof. Und ja, werde dann einmal einfädeln. Das sollte ganz gut funktionieren, weil ja der Nadelkopf so groß ist. Aber wie Sie sehen, sieht man nichts, weil nämlich alles zwischen meinen Fingern ist. Aber jetzt so. Ja, den Faden werde ich gleich doppelt nehmen. Der sollte trotzdem ausreichen. Machen wir hier hinten dann so einen Zack-Knoten. Und fange jetzt hier in der Mitte an. So. Jetzt hoffe ich, dass es mir nicht zu doll verrutscht. Das hätte ich vielleicht mal mit einer Klammer ein bisschen fixieren sollen. Kann ich immer noch machen. So. Einmal hier eine und einmal eine hier unten. Dann ist es wenigstens ein bisschen fixiert. So, hier habe ich jetzt meinen Faden beim ersten durchgepackt. Was ich jetzt mache ist, ich nehme jetzt hier die Mitte und gucke jetzt, dass ich hier die Mitte habe. Und dann gehe ich hier mit der Nadel durch. Da habe ich es. Da guckt die Nadel. Und dann werde ich nämlich direkt gleich so hier in das Teil hineingehen. Da verschwindet mein Faden. So, und jetzt habe ich ja hier mein Loch. Und da werde ich jetzt nochmal durchgehen und werde dann so halt hier hinten mir das Loch machen. Und genauso mache ich das auch hier unten. Zack. So. Und dann kann ich nämlich von hier jetzt wieder in mein Löchlein rein. Und mal gucken. Zack. Ja, sollte jetzt eigentlich ganz gut funktionieren, dadurch, dass ich hier das festgeklammert habe. Aber also ich klappe mir das jetzt hier auf und gucke hier. Ich habe ja da noch genug Platz.
gucke hier, dass ich hier ans andere Ende komme. Und dann mit Kraft vielleicht anderes nehmen zum Gegendrücken. Versuchen da durchzukommen, aber es funktioniert nicht so richtig. Na, vielleicht muss ich die Klammer gleich nochmal abmachen und da doch irgendwie einzunehmen. So, jetzt habe ich es. Musste ich doch nicht mehr abmachen. Super, so. Aufpassen, dass ich hier nicht überall hängen bleibe. Ja, ich glaube, diese Klammern bringen jetzt auch nicht mehr viel. So. Und dann. Und dann überlege ich, ob ich erst in die Mitte, ja genau, ich gehe erst wieder in die Mitte und ich ziehe das hier mal ein bisschen an die Seite, gehe da nochmal durch die Mitte, so, und dann hier oben das gleiche Spielchen wie vorhin, da ist das Löchlein. Ja, wenn es doch ein bisschen schwer geht mit dem Durchstecken, dann blättert es einfach ein bisschen auf, so lange, bis es eben einfacher geht. So, und jetzt gehe ich hier unten durch, gehe hier rum und mache hier jetzt quasi einen genähten Knoten. Also ich gehe hier nochmal drunter durch, unter dieses Bändchen hier mit der Nadel. Und dann gehe ich hier einmal durch und dann ziehe ich das nach hier fest und dann habe ich nämlich einen Knoten. Das mache ich aber auch bei der anderen Seite nochmal, damit es einfach ein bisschen mehr Stabilität kriegt. Lass mir hier eine Schlaufe, da die Nadel durch und dann festziehen. Genau, zum Ende hin. Und das kann man ruhig ein, zwei Mal wiederholen und ich versuche auch in der Mitte zwischen die Fäden zu kommen. Manchmal ein bisschen widerspenstig, nicht durchs Papier, nur durch den Faden. Ach, das hat nicht funktioniert. Ja, muss man ein bisschen hin und her fummeln, bis man da dazwischen kommt. Na komm schon. So, jetzt aber. Ja, und dann auch da nochmal einen Knoten und dann rechts auch hin mit Knoten. Muss ja auch nicht so ein mega fetter Knoten in der Mitte sein. Drei Knoten sollten ausreichen. Ein bisschen Spiel abschneiden und das war's schon. Ja, und schon haben wir unser fertiges Heftchen und jetzt können wir noch ein bisschen nach Lust und Laune dekorieren. Und ja, zum Beispiel werde ich gleich hier noch ein bisschen was mit diesem Fenster machen. Das zeige ich euch gleich. Ich habe hier so ein braunes Webband gefunden, was natürlich eigentlich in meinem Nähzimmer ist. Aber das werde ich jetzt hier oben einmal ringsrum um diesen Kasten hier nochmal drum kleben. Und dafür schneide ich es mir aber einmal zurecht und werde es ein bisschen abflammen mit dem Feuerzeug. Damit es mir nicht komplett wieder aufgeht. Einfach nur ein bisschen veröden sozusagen. Und auch die lockeren Fäden festbrennen. Dann gucke ich, wo man das Schwarze nicht so sehr sieht, obwohl man es hier jetzt sowieso wieder drüber klebe. Ich glaube, ich werde es unten und oben machen und dann die Seiten. Und ja, auch ein bisschen gucken vom Vernähten her. Hier sieht man diese Naht so doll, deswegen werde ich es so rumdrehen. Ja, und das klebe ich mir jetzt hier einmal ringsrum. So, ich habe jetzt da das Bändchen noch drumherum gemacht und habe mir hier unten noch so ein Blümchen aufgeklebt. Den Tag habe ich auch wieder oben reingebastelt. Und ja, jetzt ist mein Album fertig. Hier hinten habe ich mir noch so einen Schmetterling drauf gemacht. Und fertig ist das Briefumschlagalbum. Ja, wie gesagt, ich habe ja jetzt mittlerweile... Oh, jetzt sehe ich gerade was. Ich habe hier das falsch rum reingeklebt. Ja, vielleicht klebe ich da nochmal was drauf.
habe ich vorhin nicht drauf geachtet, als ich das eingeklebt habe, dass ich das verkehrt rum gemacht habe. Aber gut, macht nichts. Alles nicht so wild, ist eh für mich. Und nachher klebe ich mir irgendwas drauf oder so. Alles nicht so schlimm. Okay, ihr Lieben, ja, dann hoffe ich, dass euch das erneute Chaos-Video ein bisschen Spaß gemacht hat. Und vielleicht habt ihr jetzt Lust, auch eure Briefumschläge ein bisschen Upcycling mitzumachen. Und vielleicht fallen euch auch andere coole Sachen ein. Okay, ihr Lieben, ich wünsche euch einen schönen Tag. So, meine Lieben, ich bin jetzt fertig. Mein Album habe ich fertig dekoriert. Ich habe, wie gesagt, hier dieses Bändchen drumherum gemacht. Hier habe ich mir noch ein Blümchen drauf geklebt. Den Tag habe ich wieder reingeschoben. Und hinten habe ich mir noch einen Schmetterling aufgeklebt, weil ich fand, das passt ganz gut zu den anderen Schmetterlingen, die sich hier so wiederfinden. Ein Fehler ist mir auch passiert, habe ich gesehen. Und zwar habe ich diese Seite mit dem, ja, wo ist es? Hier. Ja, es ist falsch rum. Aber es ist kein Problem. Wie gesagt, das Ding ist sowieso für mich. Und wenn es mich irgendwann stört, dann klebe ich mir was drüber. Ist nicht weiter wild, da ist es. Genau. Einmal verkehrt rum drauf geklebt. Aber wie gesagt, es ist für mich und mich stört es nicht. Deswegen ist es kein Problem. Nur wenn ihr halt das nachbasteln wollt eventuell oder mit euren Umschlägen da auch was basteln wollt, dann ja, passt auf, dass ihr es richtig rum macht. Ich hoffe, euch hat das ein bisschen Spaß gemacht und habt vielleicht selber auch ein paar Ideen und Anregungen gekriegt, was man mit so einem Umschlag noch alles machen kann, müssen halt nicht immer in den Müll. Okay, ihr Lieben, dann wünsche ich euch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!